Warnung, die sengende Sande liegen vor dir. Doppelte Warnung, geh zurück oder trage deine Sonnencreme auf. Wir scherzen nicht, extreme Hitze liegt da draußen. Ja, man merkt's. Wächter, dies ist unser abgelegenes Edelsteinlager. Unbefugtes Personal hat keinen Zutritt. So, wie stark ist er? Ich habe nur zwei Koromon, ne? Scarbone! Okay. Habe ich auch noch nicht gefangen, ne? Ich habe ja nur die Weiterentwicklung, ne? Hallöchen alle zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Koromon. Ja, wir sind jetzt echt in der Wüste, nicht schlecht. Und ja, ich weiß nicht, was mich hier erwartet, aber ich sehe da vorne schon jemanden, glaube ich. Ein Trainer? Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir Illugin den Geistertitan besiegt haben. Ein richtig harter Brocken, aber dadurch, dass wir hier unsere Koromon weiter trainiert haben, sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Sporky hat sich weiterentwickelt, Benny hat sich weiterentwickelt, Buzz hat sich weiterentwickelt. Aber mein Starter Koromon hat sich noch nicht weiterentwickelt. Ich denke, ab Level 35 wird es soweit sein. Ist aber jetzt nur meine Einschätzung, weil sich, glaube ich, Benny oder Buzzy, einer von den beiden, ab Level 35 weiterentwickelt hat. Der andere hat sich bei Level 33 weiterentwickelt. Ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist, dass es so einen Unterschied gibt. Aber es ist halt so, wie es ist. Wie dem auch sei, wir machen weiter und werden auf jeden Fall versuchen, ein weiteres Koromon zu fangen. Also will ich erstmal hier gucken, ob wir hier weiterkommen werden. Centilia. Golden Pet. Ja, und das Level-Up hat sich gelohnt. Okay. Gramm Fluchtwert ist gestiegen. Nein, ich will dich fangen. Ach ja, ich möchte nur ganz kurz erwähnen, ich nehme jetzt zwei Folgen gleichzeitig auf. Die letzte Folge habe ich gemeinsam sozusagen mit dieser aufgenommen. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier kein Koromon nach euch benennen kann. Aber in der nächsten Folge werde ich es garantiert machen. Nur damit ich es erwähnt habe, ne? Weil ich habe hier eine Aufnahmesession gestartet und die letzte Folge habe ich aufgenommen und diese Folge nehme ich jetzt gerade auf. Deswegen nicht wundern, wenn ich auf euren Wunsch nicht reagiere. Ne, nur damit wir das jetzt klar schon mal aus dem Weg geräumt haben. So, ansonsten gibt es einen Bodenspinner. Passt ja zu diesem Koromon. Yes. Centilia wurde gefangen. So, ja. Standard Sand. Was sind Wüste? Hat bisher auch keine Weile. Oh, doch, Biss. Ob das aber von Nutzen ist, trägt nichts. Frucht ist gesund. Das Koromon heilt 30% mehr LP, wenn es eine Frucht ist. Das heißt, die Juba-Frucht dürfte auf jeden Fall sehr, sehr nützlich sein. Okay. Gut. Spitzname. Muchacho. Ich weiß nicht, ob ein Er oder eine Sie ist. Ansonsten kann ich zwischendurch auch mal ein paar weibliche Namen verwenden. Einfach so. So, erstmal ins Koromon-Lager schicken. Wie gesagt, ich werde außerhalb der Aufnahme ein bisschen grinden. Oder versuchen zu grinden, wenn es zeitlich passt. Ich nehme ja nicht nur Koromon auf, ich nehme ja auch andere Spiele hier auf. Könnt ihr gerne auch abchecken, wenn ihr wollt. So, sehr nützlich. Und wir bekommen einen LP-Kuchen. Ist auch bitter nötig. So. Ein Trainer. Eine Trainerin. Tuka. Autsch, ich habe mir einen Stich ins Knie geholt, weil ich gegen einen Kaktus gestoßen bin. Aber das wird meine Kampffähigkeit nicht beeinträchtigen. Oder ist es ein Er? Dein Gegner ist jetzt Guildwinger. So, los, Golden Pet. Hat er halt, oder war das denn er? Ich weiß es nicht, gar nicht genau, egal. Guildwing ist auf jeden Fall schwach.
Sag ich ja. Tja, was soll das bringen? Initiative ist leicht gestiegen. Immer noch nicht genug für mich. Und das war's mit dir. So. Oh, fast Level 36. Hambi. Habe ich auch. Beeindruckt mich nicht. Wobei... Die Kombination aus Fühler und Supersauger würde ich dann doch nicht unterschätzen. Okay. Verwirrt. Juba-Frucht. Okay. Und dann kriegst du noch eine. Bitteschön. Brauchst du nicht zu bedenken. Bisher nicht ansatzweise gefährdet. Level 36. Wow. Savia Tuka besiegt. Du hast mich festgenagelt. Sie trägt doch einen Schleier, oder nicht? Doch, das muss eine sie sein, oder? I don't know. Oder? Bei all diesen Kakteen laufe ich praktisch auf Nadeln. Ja. Und da ist jemand nervös. Dizi Beiß. So, habe ich noch nicht gefangen. So, hoffen wir mal, dass sie durchhalten. Einen möchte ich hier von den beiden fangen. Okay. Dann nehmen wir gleich wieder einen Bodenspinner. Oh, Energiesauger. Okay. So, dann wollen wir erstmal hier einen Bodenspinner verwenden. So. Was kann das? Okay, das ist jetzt die Okay, wieder Sand. Seltenheit ungewöhnlich. Spinner wissen wir jetzt auch, wenn wir das gefangen haben. Graben. Wüstenwinde. Was kann Wüstenwinde? Beschwört einen mächtigen Sandsturm, der die Effektivität von Sandkoromon erhöht. Okay. Ist also quasi für so ein Nischenteam ganz nützlich. Schlammball. Rollt einen schlammigen Ball auf das Ziel, der Schaden verursacht und die Initiative des Ziels um eine Stufe versenkt. Doppelt gemoppelt. Nicht schlecht. Und Energiesauger. Kennen wir. Alles klar. So, trägt nichts. Passives Talent. Das Koromon beschwört einen Sandsturm, wenn es in einen Kampf eintritt. Okay. Quasi in einer Art Heimvorteil. So. Ich nenne ihn einfach mal Ralf. Ralf mit PH. Mit einem PH-Wert. So. Oh, es geht einfach weiter. So, den brauche ich nicht zu fangen. Boom. Tja, damit kannst du aber keine LP heilen. Das bringt ja also null was. So, nochmal. Nicht getroffen? Okay. Das wundert mich jetzt ein bisschen. So, fast Level 37. Meine Güte, mein Golden Pet wird Gitti ab. Gitti ab wie die Luzi. Aus diesem Grund will ich jetzt erstmal auch wieder wechseln. Und ich möchte Iggy die Ehre erweisen. Ja, warte mal, ich habe einen Meilenstein. So, jedes fünfte Koromon gefangen. Sehr gut. Dann geht's weiter. Autsch. Kann mich wirklich treffen? Alles klar.
Meine Bohrschaufel, sie zeigt einen riesigen Stapel Edelsteine an, gleich drüben links. Aber da ist eine dumme Pflanze im Weg. Ich habe versucht, mein Schubmodul zu verwenden, aber die Kraft geht direkt durch. Und das Mief-Modul hat den Besuch in den Busch nur fürchterlich riechen lassen. Wenn du noch andere Module mit dir hast, bitte, ich brauche hier draußen etwas Hilfe. Was ist das hier? Hast du das für mich getan? Oh. Ja, schau mal nach. Hey. Ja, gefunden. Ich hoffe, du schätzt es, Fremdling. Ich werde reich werden. Hier, ein winzig kleiner Teil meines Gewinns für deine Mühe. Okay, 600 Gold, bin ich zufrieden. Alles klar. Mikron, kriegen wieder den Bodenspinner. Also hier muss irgendwo ein Eingang sein. Oder ich habe etwas übersehen. Ist auch möglich. Nein. Hier oben findest du einfach nichts. Ah ne, ich muss einfach hier lang. Ich habe keine Ahnung, ob wir hiermit etwas anfangen können. Glaub nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, gut. Ja, okay. Alles klar. So, nächstes Koromon. Ein Slytherin und es ist potent. I don't know. Slytherin ist kein Boden-Koromon. Ah, Mann. Das wird schwierig. So, bevor ich das überhaupt verwende. Okay. Ich habe zwar schon ein Slytherin, bin aber kein potentes. I don't know. Hm? Ja! Wow. Nicht schlecht. Ich habe einen potentes Slytherin gefangen, ist auch relativ hoch gelevelt. Physische Attacken nutzen Schwachstellen voll aus, erhöht den Schaden kritischer Angriffe um 50%. Meine Güte. Aber erstmal überhaupt einen kritischen Treffer ermöglichen, ne? So. Wie nennen wir den? Aus irgendeinem Grund möchte ich ihn Rocco nennen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, frag mich nicht. So, nochmal ein Meilenstein. Oh, fast. Schade. Was haben wir denn hier bekommen? Sag mal. Okay, fast Level 31. So, gibt's hier irgendwas Nützliches? Nein, zufällig muss man hier was suchen. Wir haben ja nicht umsonst diese Fähigkeit bekommen. Oha, da ist ein Koromon-Trainer. Mit Vollbart. Ich meine, das ist ja für jung und alt, ne? So, bevor ich zu ihnen rübergehe. Oder vielleicht ist es ein Geheimagent? I don't know. Fähigkeitsblitz 47. So, Roscoe. Manche sagen, dass die Hitze in dieser sengenden Wüste einen verrückt machen kann. In meinem Fall war ich schon verrückt. Auf Moffels! Moffels? Gegen die... Die willst du... Das ist keine gute Idee, mein Freund. Dann bin ich mal gespannt. Dann nehmen wir mal einen Federzorn.
Ist das effektiv? Ist es. Aber sowas von. Ich wollte den Kampf sowieso nicht verlassen. So, picken. Besiegt. Level 33. Sehr gut. Exquisit. Oh, er hat ein potentes. Ein potentes. Aber wahrscheinlich ist das. Okay, das letzte ist wahrscheinlich perfekt. Ich bin auf das Perfekte mal gespannt. Yes. Wow. Nicht getroffen. Das tut mir aber leid. Du kriegst ein bisschen was weggepickt. So, ich bin jetzt auf das perfekte Moffel gespannt. Also davon gehe ich zumindest aus. Es ist weiterhin potent. Okay, ich dachte, es kommt ein perfektes. Schade. Na gut. So, Treibsand. What the heck? Wow, nicht schlecht. So, festgenagelt, aber es juckt mich nicht. So, das war's mit dir. Ich bin zufrieden. Es ist egal, ob ich weiter verliere. Ich gelobe, meine Moffels niemals entwickeln zu lassen. Was? Okay. Wie du willst. Deine Entscheidung. Ich mische mich da nicht ein. Ja. Du bist ein freier Mensch, ein freier Koromon-Trainer. Mach mit denen, was du willst. Solange sich der Koromon-Schutz nicht bei dir beschwert, dann ist ja alles gut. So, dann wollen wir mal hier durch. Eine sehr coole Fähigkeit. So. So, und das ist... Okay. Ich verstehe schon. Initiativkuchen. Warum auch nicht? So. Oh! Da ist ja jemand. Sandscale? Haben wir den schon? Bedrohung, du, gruselig. Ich glaube, den haben wir schon, oder? Oder nein? Doch, den haben wir schon. Oder? I don't know. Egal. Ich pick ein bisschen was. Ein bisschen von ihm ab. Und er versucht, sich ein bisschen abzuhärten. So, und dann hier Federzorn. Boom. Bringt aber nichts. Dann nehmen wir wieder Picken. Wir picken ihn ein bisschen. Oh. So. Was soll das denn bitte schön? Aber dafür, dass er Level 21 ist, kann ganz schön viel tanken, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe gar nicht auf das Level geachtet. Da geht's, hör auf! So. Okay. Okay. Patricia. Puh, musste nach meiner Wanderung durch singende Sande eine Verschnaufpause einlegen. Jetzt bin ich wieder vollkommen abgekühlt. Mal sehen, ob es meinem Koromon auch so geht. Sie hat 3 Koromon. Blitzflug. Okay. So, was können wir tun? Vogel gegen Vogel. Oh, das ist gut. Multifrucht erhalten. Okay, wir können... Ach stimmt, wir können ja damit... Okay. Das ist eine gute Fähigkeit. Und ist sehr stark. So, Blitzflug, Blitzflug. So, auch fast Level 34. Creo. Ah ja. I see. Kryo ist ausgeruht und bereit, den Schaden zu trotzen. Habe ich gerade eine Juba-Frucht bekommen? Ich bin tot.
Oh, besser gesagt, mein Iggy ist tot. So, dann nehmen wir als nächstes Ronny, damit er auch ein bisschen leveln kann. So, dann nehmen wir hier Zündeln. Boom. Yes, kritischer Treffer. Sehr effektiv, ist auch gar kein Wunder, ne? Ah, schade. Iggy erreicht Level 34. Wohlverdient. Oh, ein Starter. Aruara. Take this. Stoisch. Die Weiterentwicklung von Cup Zero, ne? Benutzt Spritzer. Sehr effektiv. Ist ja auch eine Wasserattacke. Spritzer. Ich kommentiere das jetzt nicht, oder? Ich kommentiere. Immer noch stoisch. Oh, Verteidigung ist leicht gestiegen. Statisch aufgeladen, das juckt mich nicht. Flammender Stoß. Here we go. Paralysiert. Wem juckt's? Ich hab dich besiegt. Yes. Potenzial. Und ich glaube, er braucht ein bisschen mehr Angriff, würde ich jetzt sagen. Und ein AP beim nächsten Mal, glaube ich. Meilenstein. Mein Koromon. Es ist ihm wohl noch von der Sonne schwindlig. Ja, nicht nur einem, sondern alle drei. Na, was soll's. Tja, du wolltest es halt nicht anders, ne? Du wolltest es nicht anders. So, sehr gut. Will 32. Und wir haben ihm wieder ein bisschen Kohle bekommen. Das beruhigt mich ungemein. Oh ja, eine Höhle. So, und ich packe mal meinen Ronny hier am Anfang. Er ist immer noch paralysiert. Kann ich die Paralyse... Hab ich... Ich glaube, ich hatte doch irgendwas, ne? Nein, ich hatte nur Verwirrung. Okay. Warnung, die sengende Sande liegen vor dir. Okay. Ich komme natürlich nicht ran. Warum denn auch? Doppelte Warnung, geh zurück oder trage deine Sonnencreme auf. Oh, ein Digmo. So, können wir noch was machen? Eieiei. Einmal getroffen. Paralysiert. Es ist belastend. Eieiei. Okay, das reicht vollkommen aus, um es zu fangen. So wie dein Bodenspinner. Wir haben, glaube ich, auch einen Moffel schon gefangen. Ich habe immer so ein schlechtes Gedächtnis, ne? So, Digmo ist ein Standard. Koromon ist aber nichts Schlimmes. Schwanzschlag, Wickler, trickreiche Klauen, Konzentration. Trägt sonst nichts, wenn er seine EP und unter 25 fällt, wird es wachsam und erhöht seine Initiative und Genauigkeit. Sehr gute Fähigkeit. So. Dieses Digmo heißt ab jetzt Georg. Upsala. Georg. Okay. Ob es euch gefällt oder nicht, ich nenne es Georg. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Gar nichts. Zumindest nicht innerhalb dieses Spiels. So. Ich wollte gerade die Küsse nehmen. Das Spiel macht selbst was. Ein Armadill. Ein respektabler Gegner. Oh, er brennt. Okay, that's it. Ich bin down. Aber ich habe ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Sporky, here we go. Dann vierfach Ladung. Und zack.
Damn! Ich glaube, er sagt Dale. Weil Armadon sagt Don. Das hört man nur nicht so ganz heraus. So, was bekommen wir? Ein AP-Kuchen, selbstverständlich. Das ist nur konsequent. So, okay. Naja, wir können die nicht herum. Okay. Nochmal. Selbstverständlich. Oh! Bitty Balls! Das müsste ein Elektro-Koromon sein. Ist es auch, oder? Ja. Let's see. Vierfache Ladung. Ich hoffe, ich bring ihn jetzt nicht down. Okay, nicht sehr effektiv. Ist aber für mich absolut okay. Ja gut, ist ja auch. Spork ist ja auch ein Elektro-Koromon. Diesmal setzt eine Elektro-Attacke ein. Alles klar, nicht sehr effektiv. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht. Ja, ja, okay. So, ich glaube, wir hatten einen Static-Spinner hier. Elektro. Here we go. So, und als er zum ersten Mal möchte ich. Warte erstmal. Ich schaue erstmal. Ja, Elektro. Süße Pose, vierfache Ladung, Statikfell, Bolzenbombe. Was kann hier die Bolzenbombe? Ein mächtiger Angriff, der bis zu 60 Punkte der verbleibenden AP des Anwenders aufbraucht. Die Kraft beträgt das Dreifache der verbrauchten AP. Okay. I see. Nice. So, ansonsten das Koromon lernt schnell und erhält 5% zusätzliche AP aus Kämpfen. Okay. So, und zum ersten Mal. Weil es irgendwie zum Namen passt. Ein weiblicher Name. Betty. Man kann nicht sehen, ob es ein weibliches oder ein männliches Koromon ist. Würde mich freuen, wenn man das hier auch einbauen könnte. Bei den neueren Pokémon-Versionen ist es ja schließlich auch so. Aber was soll's. Okay, Betty, kommst erstmal ins Koromon-Lager. So, und bevor wir weitermachen, will ich ganz kurz in die Weltkarte reinschauen. Kann ich da... Hier gibt's jede Menge Koromon, die man fangen kann. Das ahnst du nicht. So, hier war, glaube ich, fehlt mir gar keins. So, hier fehlt mir, glaube ich, mindestens eins. Ja, okay. Hier fehlt mir eins. Hier fehlt mir keins. Hier fehlt mir eins. Das müsste ich fangen. Hier habe ich alle gesehen, zumindest. Hier fehlt mir eins. Aber, ja gut, da kann man sowieso nichts sehen. Aber auch einige sind auch wiederum neu. Einige Koromon. Deswegen wurden die auch noch nicht gezeigt. So, Dünnpott. Wohl eher Dünnpfiff. Okay, darf ich mal schauen? Sand. Okay. Kratzer? Kritischer Treffer? So, dann wollen wir mal schauen. Bodenspinner? Bringt das was? Eigentlich ist es ein Sand-Koromon, oder? Es hat was gebracht. Es hat was gebracht, okay. Es hat was gebracht. So, es kann abhärten. Kratzer. Graben. Fluchtwert, ja. Durchdrehen. Felsschauer. Okay. Okay, trägt nichts. Das Koromon fühlt sich in Regen daheim, was seine Initiative erhöht. Okay. So, das ist jetzt, das ist jetzt, upsala. Günther mit TH. Ne? Oh, fast ein Level up. Alles klar. So, ne?
Dann geht's weiter. Sandy wird wieder aufgehalten. Wir scherzen nicht. Extreme Hitze liegt da draußen. Ja, man merkt's. Hamza. Ach du meine Güte, was machst du da draußen? Schnell hier drüben im Schatten dieses Zeltes. Puh, sie schätzten nicht herum. Hier ist es verflixt heiß. So ist es nun mal in Sengde Sande. Es ist bekannt, dass die Hitze in diesem Tal anhält. Sie reden die ganze Zeit darüber, wie die Sandtemperaturen dieses Jahr Rekordhöhe erreicht haben sollen. Wenn du nicht aufpasst, wird die Hitze direkt durch die Sohlen deine Schuhe geleitet. Das ist ein Albtraum. Sei bloß vorsichtig. Mit genügend Weitblick kannst du Darudisch leicht genug erreichen. Darudisch? Okay. Stoppe einfach bei jedem Zelt, das du siehst. Bleibe unter den Schatten, um deine Füße kühl zu halten. Tu dies und deine Schuhe werden es dir danken. Okay, jetzt haben wir zum ersten Mal einen kleinen Kniff. Apropos Schuhwerk, meine Sohlen sollten jetzt genug gehärtet sein. Viel Glück beim eigenen Pendeln. I see. Gut, dann machen wir noch ein kleines bisschen weiter. Und wir sehen dann, wie es weitergeht. Okay, dann gehe ich erstmal hier lang. Alter, ist das... Das geht viel zu schnell. Eieiei. Mullfrucht. Meine Güte, der hat wirklich nicht herumgescherzt, ne? Der hat wirklich nicht herumgescherzt. Das ist natürlich ein kleines Handicap. Ich weiß aber nicht, was passiert, ne? Kriegen wir vielleicht irgendwo einen Schutzanzug? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, wir müssen sogar einen bekommen. Okay, ich sehe schon. Okay. Okay, zumindest können wir nicht sterben. Oh, noch ein Handicap. Aber Koromon begegnen wir hier nicht in diesem Gebiet, wie es ausschaut. Oh doch, okay. Alter. Krasses Ding. Wie stark ist es? Okay. Ist aber für mich okay. Sandmann. Nein, ich schlafe dann. Ja. Ich hab's befürchtet. So, steht hier jetzt nicht viel, ne? Außer, dass es ein Sandkoromon ist. Was soll's? Ich krieg gleich für ein bisschen AP. Na gut. So, wie lange werde ich jetzt schlafen? Also ein bisschen geht es schon auf die Nerven. Aber das ist halt der Sinn von jemanden zum Einschlafen zu bringen. Okay. Giftige Schädel. Okay, jetzt kann er mich sogar vergiften. Ja, hat er auch gemacht. Meine Güte, ich bekomm's hier überall ab. So, sehr effektiv. Ach, paralysiert. I see. Das heißt, ich kann es jetzt versuchen zu fangen. So, ich leide unter den Folgen des... Ja, Sporky leidet unter den Folgen des Giftes, aber was soll ich machen? Ich muss weiterkämpfen. So. Ja, dann hilft nur noch der Silberspinner. So, klappt's denn? Du willst nämlich nicht umbringen. Yes! Nice. So, Sandkoromon wissen wir ja. So, Erleuchtung. Der Nutzer hat eine Eingebung, welche Angriffswert und Verteidigung verbessert. Okay. Giftige Schädel. Ist physisch und auch
Also das richtet Schaden an und gleichzeitig vergiftet es. Kniffliger Knochen. Der Benutzer wirft einen hinterhältigen Knochen von hinten. Verursacht Schaden von 25% Verwirrungswahrscheinlichkeit auf Ziel. Okay. Und Sandmann, ja. Alles wirklich hier. Attacks from Hell, ne? So. Dann ist das ganz einfach. Simpel und stupide. Simpel und stupide Bones. Das ist jetzt Bones. Ach, ich will jetzt endlich ein Level ab. Ich hasse es. Ein Mubi. Ja, nimm das. Rekonstruieren. I see. Heißt aber, wir könnten es auch wieder eventuell fangen, ne? Okay, kein Crit, Gott sei Dank. Ich probiere mal einen normalen Spinner. So, Item, normaler Spinner, vielleicht bringt das ja was. Vielleicht aber auch nicht. 2, 3 und... Ah, okay. So, rekonstruieren Wutschlag. Ja, 2 bis 3 Mal. Der Benutzer rekonstruiert sich mit Sand, gewinnt 15% LP zurück und erhöht seine Verteidigung um eine Stufe. Sandball, okay. Ist mehr so ein defensives Koromon? Habe ich den Eindruck zumindest. Das Koromon stört sich an kritischen Treffern nicht und reduziert deren Schaden um 25%. Ja, wirklich sehr defensiv. Das schreit auch noch nach defensiv. Ah. Das ist jetzt Rico. So, ne? Oder? Warte, nein. Das ist Fabian. Ja? Das ist jetzt Fabian. Wie gesagt, ihr könnt euch selber auch Namen ausdenken, beziehungsweise wenn ihr euren Namen hier sehen wollt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Alles klar. Here we go. Und immer noch kein Level up. Willst du mich quälen? Willst du mich quälen? Oh yes. Oh yes. I did it. I finally did it. Und da ist jemand. Ah, okay. Stinkduft. Stinkduft, das bringt auf jeden Fall etwas. Ich speichere trotzdem nochmal. Du kannst nie wissen, was auf dich zukommt. Du kannst es nie wissen. Deswegen, für alle Fälle. Here we go. Hier. Wartan. Dieser geerdete Erdboden ist eine coole Abwechslung für meine Füße. Er ist bestimmt sogar sicher genug, dass unser Koromon darauf stehen kann. Mubi. Haben wir auch gerade kennengelernt. Ein sehr defensives Koromon. Let's see what you got. Energiesauger. Sehr effektiv. Und ein bisschen AP dazu gewonnen. Zweimal bis zu dreimal. Okay. Wird zweimal getroffen. So, Sporky ist gleich down. Ist aber nicht schlimm. Eine Vierfachladung reicht. Oh, okay. 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 Nicht schlecht.
Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, dann kommt hier Benny daher. Ich wollte gerade Golden Pet nehmen, aber der kann jetzt auch wieder ein bisschen leveln. So, hier, tiefer Schnitt. Sehr schön. Genau so will ich es haben. So. Level 36 für Sporky. Ein Mollwasch. Eine Weiterentwicklung, offensichtlich. Autsch. Kein Problem für mich. So, das war's mit dir. So, next one. Oh, ganz schön viel EP. Oh, fast Level 36. Schade, aber diesmal garantiert. Oh, trockener Wind. Eieieiei. Sandsturm ist aufgezogen. Okay. Oh, ich kann seine Pass. Oh, okay. Da ich das Koromon nicht besitzen, kann ich es auch nicht analysieren. Aber dafür. Wow. Ein One-Hit. That's it. Level 36. Mein Benny wird stärker und stärker. Wartan ist besiegt. Es mag sicher genug für einen Koromon-Kampf sein, aber für mein Ego ist es nicht sicher. Fühle ich. Fühle ich. Verstehe ich auch irgendwie. Nicht schlimm. Ja. Das ist ein bisschen bitter. Warum schaffe ich es nicht? Okay, ich weiß, was ich tun muss. Oh, das hat mich gerade aufgehalten. Nein! Heieieiei. Das ist das Schlimmste. Ah, ich habe, glaube ich, einen Meilenstein. Tatsächlich. Ich habe wieder einen Meilenstein. Okay. Oh. Hi. So ja. Das ist meine Chance. Meine Füße sind kühl, während deine heiß sind. Und trägt dazu noch eine Mütze. Warm angezogen oder was? Oh. Das muss ein besonderer Trainer sein. Eine besondere Trainerin in dem Fall. Fühle. Schwachstelle. Tiefer Schnitt. Okay, ich blute jetzt. Diese Musik gefällt mir. Du kriegst erstmal eine Ohrfeige. Bam. So, down. So. Oh, fast Level 37. Hier kann man wirklich sehr gut leveln. Asie. AC. Ah. IC. Ah, ja, stimmt. IC. Ah, ich verstehe. Ich verstehe den Wortwitz, ja. AC. IC. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Das sieht ja aus wie ein. Ich sag jetzt lieber nichts. Kann man sich aber denken. Und down. Tja, hat nichts gebracht, wa? Und jetzt aber, Level 37 verdient. Sprungtritt. So. Greift das hier mit einem kraftvollen Sprungtritt an und erhöht die Chance auf kritische Treffer des Anwenders um eine Stufe. Okay. Und verbraucht wie viel AP? 7. Dann testen wir es mal aus. Dann muss ich auf jeden Fall meine AP demnächst auch wieder erhöhen. Das ist schon fast ein Muss. So. Dreck, ich habe trotzdem verloren, aber wie? Du musst einer dieser Spinner sein. Spinner sein, meine ich. Ich verwechsel die beiden Wörter, ne? Die ganze Zeit eiskalte Füße haben.
Schon möglich. Vielleicht bist du aber auch nur schlecht. Ne? So, den Erfolg will ich mir... Oh. Mir auch auszahlen lassen. So, nur ganz kurz speichern. You never know. You never know. So, ganz schnell. Zack, ich, zack, ich, zack, ich, zack. Proteinduft. Next one. Jorge. Jorge ist da. Halt, Sangende Sande ist meine besondere Grabstelle. Ich werde jeden davon abhalten, diese Edelsteine auszugraben, bevor ich es tue. Okay, Jorge. Leg los, Kyreptil. So, let's try this on. Let's try this. Nicht schlecht. Schmutziger Trick. Natürlich. Genauigkeit ist gesunden. Genauso ist es. Okay. Klappt das? Es klappt. So, Kyreptil wurde besiegt. Und ich kriege immer mehr AP. Gleich muss ich auf jeden Fall meine AP... Oh, Emberwahl. Das ist sehr interessant. Oh! Ich habe mich nicht getroffen? Warum nicht? Ah, nicht schlecht. So nicht. Na, nimm das. Das ist meine Ohrfeige. Oder auch nicht. Okay. Ich habe noch eine Chance. Ich habe noch eine Chance. Emberwall wurde besiegt. So, und ich denke, es sollte klar sein, ein bisschen mehr AP. In diesem Fall sehr wichtig, wenn ich diese Attacke anwenden möchte. Und die ist ja sehr stark. Und ich bin fast tot. Beziehungsweise mein Golden Pet ist fast tot. So. Letzte verzweifelte Attacke. Nee, nicht getroffen. Das war's mit mir. Er war tapfer. Er war absolut tapfer. So, wir haben jetzt noch einen Buzzy und wir haben Buzzy und Benny. Und da sollte Doppelhieb doch ausreichen, oder nicht? Oder tiefer Schnitt. Ich nehme erstmal den Doppelhieb. Aha. Angriffswert ist leicht gestiegen. Sollte man bei den Dude nicht unterschätzen. Nicht effektiv. Okay. Und dann auf jeden Fall eine höhere Initiative als Benny. Also darum sollte ich mich auch demnächst wieder kümmern. Aber besiegt ist besiegt. So, Gornpet erreicht Level 38. Starvi hat Jorge besiegt. Auch hier darfst du graben, nur dieses eine Mal. Graben? What do you mean by that? Fraser, es scheint unmöglich, die andere Seite dieser Brücke zu erreichen, ohne mir die Socken zu verbrennen. Es muss etwas geben, mit dem ich rüberkommen könnte. Ja, irgendetwas. Ja, ich glaube, es gibt was. Aber das haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht das Item dafür. That's the problem. That is the problem. The big problem. Dein Ernst? Ach du Scheiße! Eine Weiterentwicklung! Die sieht aber sehr beeindruckend aus. Will ich haben. Das ist aber krass. Ganz schön krass, du. Angriff und Verteidigung gestiegen. Okay. Kann zumindest ein bisschen was tanken. Erleuchtung. Ja, stärk dich ruhig, damit ich dich gleich einfangen kann. So. Let's try this. Silberspinner, ansonsten hat man ja nichts weiteres, ne?
So, here we go. Yes, nice. Ein Prachtexemplar, auch wenn es kein potentes Koromon ist, aber wem juckt's? Mich zumindest nicht. So, Wickler haben wir, ja, ne? Wickler das Initiative 5. Okay. Beißt Säure mit Säure durchtrinken 10 und senkt die Verteidigung des Ziels. Ja. Kann auch vergiften, ne? Nutz hat eine Eingebung, welche. Ja, das haben wir, das wissen wir. Sauge haben wir, Giftstich haben wir. Okay. Alright. Schalkfrucht, okay. Erhöht die Kraft, wenn eine Feuerattacke benutzt wird, okay. Okay, Häutung. Das Koromon häutet sich jede Runde und dadurch eine, hat dadurch eine 30%ige Chance, Statusveränderung zu erheilen. Okay. Interessante. Passive Fähigkeit. Das ist jetzt, wobei. Tyler. Ne? Und wieder ein Meilenstein. Jetzt ist mal schnell rein. Meine Güte. Hier ist aber was los, du. Erstmal das Lesen. Wir scherzen nicht. Extremhitze liegt da draußen. Ja, okay. Das wissen wir mittlerweile. Ja, ja. Das kennen wir bereits. Aus diesem Grund mache ich dich jetzt fertig. That's it. Level 37. Ja, damit. Phönixstein! Ja, ja, Sonnencreme. Sengende Sande liegen vor dir. Aber ich habe mich jetzt nicht verlaufen, oder? Sieht nämlich wieder aus wie der Anfang. Nein, nicht unbedingt. Eiler! Mensch, wirklich? Ich bin gerade hier angekommen. Okay, jetzt verstehe ich. Dies ist meine Grabstelle und ich teile sie nicht. Bist du mir ein bisschen masochistisch veranlagt? Ein Pitterbite. Let's kill you. So, jetzt blutet er. Ja, sehr beeindruckend. Aber ich bin jetzt... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ja. Trotzdem, für dich reicht's locker aus. Okay, next one. So, Potenzial. Ich würde sagen, Initiative ist bei ihm sehr wichtig. Sheertooth? Ah, I see. Ein Starter, Koromon. Die Finalform ist am schlimmsten. Richtig muskulös. Basi? Weil davor habe ich schon ein bisschen Respekt. Davor habe ich schon Respekt. Initiative ist jetzt leicht gestiegen. Dann nehmen wir hier Doppelstich. Okay, sehr gut. So, Potenzial. Und Basi kriegt ein bisschen mehr AP. Definitiv. Vor allem die Kombo Fühler und Supersauger Mutma ist Supersauger ist richtig klasse. Wow. Klebeschicht. Initiative ist gesunken.
Prügelei? Oh! Oh! Ist aber auch nicht gerade effektiv. Giftbean? Vision. Alter, was ist das denn für ein Jumpscare? Das hat mich gerade leicht erschreckt. Er ist nicht vergiftet. Okay, dann nehmen wir mal den Supersauger. Alter! Okay, sehr effektiv. Perfekt. So, dann noch einmal Doppelstich. Das juckt mich nicht. Das juckt mich nicht. Das war's nämlich. Yo, Level 36. Yo. Dieser Ort gehört mir, alles meins. Ich gebe es nie auf. Auch nicht, wenn du mich davon wegzerren musst. Dass jemand so heftig den Tod sucht, habe ich auch bisher noch nie gesehen. Oder erlebt. Aber sei es drum, wenn du sterben willst, dann stirb einfach. Wächter, dies ist unser abgelegenes Edelsteinlager. Unbefugtes Personal hat keinen Zutritt. So, wie stark ist er? Ich habe nur zwei Koromon, ne? Scarbone! Okay. Habe ich auch noch nicht gefangen, ne? Ich habe ja nur die Weiterentwicklung, ne? Okay. Eins. Ein Lebenspunkt noch. Verteidigung ist gestiegen, das wird aber nicht viel bringen. Ein taktischer Schlag und das war's mit dir. Oh, fast ein Level up. Gellish? Gellish, ah ja, okay, ja. I see. Oh, nee, not good. Not so good. Ja. Na gut. Sei es drum. Tiefer Schnitt. Und er ist down. Gut. Level up, Level 38. Ich glaube, das brauchen wir auch dringend. Hier ist die Weiterentwicklung. Here we go. Und der kann wahrscheinlich mehr tanken. Ja, etwas mehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der könnte mehr tanken. Aber er kann Säurebiss. Und dadurch ist meine Verteidigung gesunken. Und ich brauche wieder AP. Ich sehe schon, ich brauche mehr Initiative und mehr AP. Darauf sollte ich mich jetzt konzentrieren. So, ich sollte jetzt den schnellen K.O. rausholen. So, er blutet ein bisschen. Und... kritischer Treffer. Und... ja gut, das bringt jetzt nicht viel. Das war's. Schon fast wieder ein Level up. Starby hat Wächter besiegt. Weitergehen, außer Alan oder seine geschätzten Gäste, lasse ich niemanden in dieses Edelsteinlager. Brauche ich seine Edelsteine überhaupt? I don't know. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, diese Gegend ist auf jeden Fall deutlich ausführlicher. So, was haben wir hier? Einen Statik-Spinner. Einen Bodenspinner. Gleichs. Oh, ouch. So, ich will jetzt gerade möchte ich einen Kampf vermeiden, weil ich habe nicht mehr. Ich habe gerade noch zwei Koromon. Eins ist fast down. Ich denke, das kann man verstehen.
Ich werde mich noch mal später einlassen. Ich will mich noch ein kleines bisschen umschauen. Wenn ich aber der Meinung bin, dass es nicht weitergeht, dann geht's nicht weiter. Dämmertal. Und ich sehe hier wird sich gestritten. Was ist denn hier los? Archie. Erklär es mir nochmal, du ergibst keinen Sinn. Meine Dame, dies ist das letzte Mal, dass ich es erkläre. Grab und Co. soll das Dämmertal auf unbestimmte Zeit belegen. Bis dahin darf keiner eintreten. Das ist eine Menge Müll. Was ist los da hinten? Okay, du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde meine Antworten von Alan selbst holen. Das kann arrangiert werden. Worum geht es denn? Alan, wie konntest du nur diesen Ort mir nichts schließen? Dies ist die lukrativste Site in ganz Darudisch. Für dich und für mich. Meine Gründe für die Besetzung des Dämmertals sollten dich nicht interessieren, Miss. Miss? Alan, wir kennen uns seit Jahren. Was ist los mit dir? Ich vertraue darauf, dass meine Wachen... jegliche Eindringlinge... Ich glaube, es heißt jegliche Eindringlinge? Würde ich jetzt sagen, Eindringlinge... Egal. Abwehren... Ich vertraue darauf, dass meine Wache jegliche Eindringlinge abwehren. Okay. Als ob es eine spezielle Sprache wäre. Das ist Namekianisch, ne? Das ist Namekianisch. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Dragon Ball, sage ich nur. Alan hat sich klar ausgedrückt. Niemand kann eintreten. Was ist los? Ist das Dämmertal wirklich für alle geschlossen? Da muss ich auch hin. Tja. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Hier scheint etwas nicht mit rechten Dingen vorzugehen und wir werden im nächsten Part herausfinden, was hier los ist und eventuell auch noch die rechte Seite mal untersuchen, weil da bin ich gar nicht hingegangen. Aber ich glaube, ich priorisiere erstmal die linke Seite. Und schaue dann mal, ob ich irgendwie noch mal die Zeit finde, die rechte Seite zu begutachten. Vielleicht müssen wir sogar auch zwangsweise dahin, damit wir hier weiter können, ne? Wir werden es herausfinden, Leute. Deswegen nicht verpassen. Like da lassen, Abo da lassen. Ihr würdet mich damit sehr, sehr unterstützen. Ich wünsche euch das Allerbeste. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin hier einfach fertig. Von der ganzen Hitze, ne? Ich bin einfach nur fertig. Und deswegen gönne ich mir eine kleine Pause und heile meine Koromon zwischendurch mal, bevor ich hier weitermache, ne? Also, Leute... Ich wünsche euch was Schönes, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.